So, heute haben wir einen kleinen Fettburner auf dem Programm stehen. Und wir werden folgendermaßen trainieren. Wir haben eine Übung, die machen wir 40 Sekunden, 8 Sekunden Pause, 30 Sekunden, 8 Sekunden Pause und dann nochmal 20 Sekunden Vollgas. Und dann ist eine Übung fertig. Das ist heute die Struktur. Okay? Also, wir starten ins Warm-up. Lecker, lecker! Noch 8. Noch 4. Andere Arme. Noch 8. 4. Knee-Lift, Knee-Lift. Vier, drei, komm nach vorne. 12. Noch 8. 4. Das Becken hin und her. Hinten. Brust raus. Leicht nach hinten lehnen. Gegenbewegung. Lösen. Auslockern. So. Wir starten. 40 Sekunden, 30 Sekunden, 20 Sekunden, dann die nächste Übung. Achtung, Tap nach außen, kreuz die Arme.
Schulterhöhe. Tap nach außen in den Wechsel. Noch 20 Sekunden. Komm, richtig schön reinarbeiten in die Übung. Leicht nach vorne lehnen, Rücken lang. Noch 5 Sekunden. Achtung, 8 Zeiten marschieren. 8 Sekunden. Dann 30. Achtung. Und los. Schön den kleinen Finger nach oben, ne? Handflächen zeigen nach hinten. Brust raus, Bauch rein. Noch 5. Pause. Und einmal 20 Sekunden. Viel Spannung. Letzte Chance. In der Übung, Achtung, Gas geben und zack, komm tief nach unten. Lange Arme. Tap, tap. Oh, die Sonne kommt gerade raus. Wie schön. Komm, vielleicht macht ihr heute Abend noch einen kleinen Abendspaziergang. Und Pause. Nächste Übung. Knie lifts an der Seite und los. 40 Sekunden. Komm, große Bewegung. Bauch fest, lange Arme. Sekunden noch. Standbein immer schön leicht gebeugt. 8. So, jetzt wird mir schon richtig warm. Ich merke, das Blut zirkuliert. Pause. Und das ist ja stoffwechselanregend, ne? Richtig schön in einem Fluss und los. Die 30 Sekunden. Selbe Seite natürlich. Selbe Seite. Richtig schönes Fettburner-Cardio-Training. Weniger Kraft heute, mehr Herz. Um alles in Wallung zu bringen. Und stopp. Und einmal noch 20 Sekunden über. Achtung. Und go. Komm, push. Du weißt, das sind die letzten 20 Sekunden auf der Seite. Komm, drück die Luft nach unten. Kraft. Bauch fest. 5 Sekunden. Und stopp. Super. Ich werde warm. Direkt die andere Seite hinterher schieben. Achtung. Und go. Zieh den Bauch ein. Standbein schön locker. Noch 20 Sekunden. Ja, so lang sind 40, ne? Die letzten 12. Komm, versuch die Pace zu halten. Versuch die Arme groß mitzunehmen. Und stopp. Achtung. Zweite Runde, 30 Sekunden.
schön in so einen Fluss reinkommen, in so einen Arbeitsfluss. Mit der Atmung hoch ausatmen. Die letzten 10. Boah, ich merke es jetzt richtig schon gut im Bauch. Geil. Und Pause. So kann man den Bauch auch im Stehen trainieren. Ne? So, 20 Sekunden. Achtung und go. Die letzten 10. Und Pause. Super. Vielleicht mal einen Schluck trinken. Schön in Bewegung bleiben. Weiter geht's. Leg Curl. So, hier will ich nur die Arme mal verändern, ja? Erste Runde, Arme vor und rück. Schön die Ferse zum Po. Pace halten, zack, zack, zack. Noch 15 Sekunden. Pause. Curl mit Hampelmann Arme. Komm, Beinchen. Beugen und strecken. Große Arme. Bauch fest. Schön fließen lassen. Die letzten 8 Sekunden hier. Pause. Trizeps. Strecken, beugen. Nur der Unterarm. Curl. Komm. Oberarm bleibt stehen. Pause. Super. Knee-Lifts. Frontal. Auch hier immer andere Arme. Erste Runde. Knee-Lift mit Bizeps-Curls. Zack. So, 40 Sekunden das. Schön hoch das Knie. Wer mag, kann natürlich hopsen. Und los. Komm. Oder natürlich ohne Hopser. Aber mit Spannung in den Armen. Noch 15 Sekunden. Noch 6. Pause. Super. Butterfly Arme. Und go. Schön auf Schulterhöhe oder hopsen. Mach dich fest im Bauch, in den Schultern, Arme. Noch 8 Sekunden. Pause. Knee-Lifts
Knie. Die letzten 6 Sekunden. Und stopp. Super. Weiter geht's. Nach unten. Trommeln. So, 40 Sekunden. Volle Power. Schön unten sitzen. Rücken lang, Po leicht nach hinten unten. Schultern nach hinten unten ziehen. Ne? Das ist die erste Runde wieder. 40, dann 30, dann 20. Richtig reinarbeiten in die Übung. Bauch spannen. Komm, 15 Sekunden noch. Jetzt wird es langsam anstrengend. Richtig viel Power. Gas geben, komm. 4. Und stopp. Ausschütteln. Wow, das geht gut in die Arme. Jetzt 30 Sekunden wieder Full Power. Achtung und los. Ellenbogen schön außen, Schultern weg von den Ohren. Manche, die werden dann hier so klein, ne? Macht euch lang. Stolze Brust. Komm, die letzten 12 Sekunden. Wow, und dann nochmal 20. Dann ist die Übung auch weg. 5. Und stopp. Oh. Okay, Runde 3. Nur noch 20 Sekunden. Vollgas. Und los. Komm, nochmal extra tief sitzen hier. Weiter Squat. Boah, meine Arme werden so müde. Oh. Das sind dann ja insgesamt 1,5 Minuten, ne? Mit 2x8 Sekunden Pause. Oh, und stopp. Sehr schön. Wir springen auf, zu. Wer nicht springt, auf, zu, auf, zu. Ja? Achtung, los. Das ist hart, 40 Sekunden. Und dann nochmal 30. Und dann nochmal 20. Mach das Tempo, was du schaffst. Atme aus. Oben ein, aus. Ein, aus. Acht Sekunden. Pause. Jetzt 30. Und go. Oder ohne Sprung. Wer Beckenboden schonen muss. So. Trommeln.
Noch 20 Sekunden. Die letzten 10. Boah, es geht gut in die Schultern. Pause. Selbe Seite. Achtung. Und go. Wieder schön in so einen Fluss reinkommen. Jetzt kann das Herz schön arbeiten. Komm. Stoffwechsel anregen. Fett verbrennen. Noch 10 Sekunden. Bauchspannung, komm. Bauch fest einziehen. Pause. Boah, jetzt werden die Arme auch langsam schwer, ne? Achtung. Nochmal 20. Nur noch 10. 5. Bevor wir die Seite wechseln, kommt erst eine andere Übung. Pause. Hopp über die Pfütze. Hopp, hopp. Wer nicht springt, nimm jetzt so ein bisschen die Knie hoch beim Step Touch. So Step Touch und die Knie so ein bisschen hochnehmen. Oder Hop Touch. Kleine Hürde drüber hüpfen. Pause. Boah. Achtung. Weiter geht's. Und los. Komm, von nix kommt nix. Ist so. Bisschen müssen wir noch. Denkt dran, die Knie ein bisschen hoch, ne? Hoch, 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 hoch. Die letzten 8 Sekunden. Achtung, Pause. Letzte Runde. Und go. Der ganze Körper ist beteiligt. Schultern, Arme, Rücken, Bauch, die Beine. Noch 15. Immer schön gegen die Tür trommeln, ne? Und stopp. Drücken. 20.
Schieb nochmal den Bauch ein. Boah, meine Arme, es wird so richtig schwer, jetzt die auf Schulterhöhe zu halten. Bisschen Krafttraining ist natürlich auch Pause bei einer Cardio-Einheit dabei, immer. Ne, ist normal. Achtung, die letzten 20 Sekunden, komm, die schaffen wir jetzt auch noch.
Knee Lift. Letzter. Super. Wir kommen nach unten. Mountain Climbers. Diese. Oder langsam die Knie ranziehen. Und los. Bauch schön fest. Oder wenn das nicht gesprungen geht, mach so im Wechsel. Rechts, links. Noch 20 Sekunden. Die letzten 10. Pause. Achtung. Und los. Wer Jumping Jacks nicht macht, Side to Side, Kick, Kick. Achtung! Eins, zwei, Kick, Kick. Eins, zwei, Kick, Kick. Oder eins, zwei, Kick, Kick. Eins, zwei, wer nicht springen will, ne? Weg. Super. So, nochmal was trinken. Ich muss einmal kurz nachfüllen. So, ein Skipping. Einmal Drop Down zu einem halben Burpee. Skipping, down, runter, nach hinten,
nach vorne und wieder Skipping. Oder down, im Wechsel die Füße nach hinten setzen, im Wechsel nach vorne und wieder Skipping. Entweder springen oder im Wechsel setzen. Down. 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 Ich sollte vielleicht up auch sagen, falls ihr nicht immer zum Bildschirm guckt. Ne? Up. Down. Pause. Achtung. Und los. Down. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Up. Pause. Achtung, 20 Sekunden noch und los. Down. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Und up. Und geschafft. Super. Wir machen mal ein bisschen Stabilität, immer noch den Puls oben halten, aber einseitigen Hampelmann. Wenn du jetzt schön in diesem Tempo schaffst zu arbeiten und viel Spannung aufbaust, dann dürfte der Puls gar nicht wirklich runterkommen. Ich denke, dass der vielleicht so 5 bis 8 Schläge die Minute langsamer wird als bei so einem etwas schnelleren Übung. Aber wir wollen unseren Puls zwischen 120 und 130 haben heute mit 3 Pulsspitzen. Pause. Und die Spitze war sicherlich gerade zum Beispiel bei dem Skipping und dem Dropdown. Gleiche Seite, 30 Sekunden. Ausatmen, ein. Aus, ein. Wir sind natürlich auf derselben Seite. 40 Sekunden, 30 Sekunden, 20 Sekunden. Und dann haben wir den Seitenwechsel. Noch 10 Sekunden. 5. Und stopp. Ich merke es jetzt schon gut hier in der Taille. Ihr müsst richtig anspannen, ne? Achtung, 20 Sekunden und aus, ein, aus, ein. Nur die Fußspitze kurz tipp und dann schon wieder hoch. Kein Gewicht auf die Seite abgeben. Und stopp. Ausschütteln. Andere Seite. Also bei mir läuft der Schweiß so runter gerade. Achtung. Und los. Ne, ihr müsst euch crunchen, lang. Atme aus, ein. Ganz viel Bewegung im Oberkörper. Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur. Großer Arm, langes Bein. Noch 15 Sekunden. Die letzten 5. Und stopp. Runde 2.
30 Sekunden. Los. Körperspannung. Die letzten 12 Sekunden. Boah, mein Bauch wird müde, meine seitlichen Bauchmuskeln. Oh, oh, ich merke es richtig hier in der Taille. Stopp. Letzte Runde. 20 Sekunden. Und los. Die letzten 8 Sekunden. Letzter und Stopp. Supi. Buttkickers. Ein bisschen nach vorne laufen. Und wieder zurück. Und hinten einen Sprung. Wieder nach vorne. Wieder zurück. Und hinten einen kleinen Hüpfer. Noch 15 Sekunden. Wie ist das? Was ist das, Schatz? Und Pause. Was war das, mein Schatz? Achtung, Runde 2. Noch 10 Sekunden. Pause. Und los. Folgende Übung. Du bist hinten gestreckt. Jetzt Achtung, gehst du Richtung Boden. Ein Walk vor, tap, tap, walk zurück und entweder nur strecken oder einen Sprung. Walk vor, tap, tap, zurück und entweder strecken oder Sprung. Ich hoffe, das klappt. Ihr habt jetzt nochmal 30 Sekunden, nochmal 20. Achtung und los. Walk down. Schulter tap, Schulter tap. Walk back. Und Streck oder Sprung. Noch 12 Sekunden. Und stopp.
das habe ich leiser gemacht, wollte ich gar nicht. Mach mal so ein cooles Lied von gerade. Entweder oder ne? Ohne Sprung. Schön den Puls oben halten. Thank you.
Komm, in der Pause. Skipping. Skipping, skipping. Endspurt für heute. Komm. Achtung. Go. Power. Bisschen mehr. Komm, Spannung in den Bauch. In die Arme. Und einmal pendeln. Boah, ich hoffe, ihr habt auch so Gas gegeben wie ich gerade das letzte Mal noch bei den Kicks. Boah, super. Das müsste die letzte Pulsspitze gewesen sein mit den Skippings noch. Wenn man richtig schön die Fettverbrennung ankurbelt. Yes. Und kleiner werden. Ja. Okay. Baby, ich bin im Cooldown. Ich bin jetzt gleich fertig. Becken schön aufkreisen. Noch 4, 3, 2, 1. Stehen bleiben. Schultern nach hinten kreisen. Schön ohne viel Spannung, ganz locker. 4, 3, 2. Letzter. Und jetzt das Becken kreisen. Boah, ich schwitze ganz schön. Andersrum. Dynamisch in die Seite. Zieh. Und zieh. Lang machen. Und dann einmal den Rücken. Rund. Einen Ball umarmen, atme ein, öffnen und rund, atme aus und ein und aus und ein, bleib hier, Brust öffnen, leicht ins Hohlkreuz neigen. Und lösen. Alles auslockern. Tief einatmen. Und ganz lang aus. Letzte Mal. Und so lang aus, wie es geht. Freut mich, dass ihr mitgeschwitzt habt.